Hallo und herzlich willkommen zu unserem Chemieprojekt zum Thema 3D-Molekülstrukturen von Bernhard und Pascal. Hier sieht man erstmal den Aufbau eines Wassermoleküls. Dieses besteht aus einem Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatomen. Ein Sauerstoffatom hat 6 Elektronen. Um allerdings energetisch noch stabiler zu werden, bräuchte es 8, also noch 2. Nun hat, wie man hier sehen kann, unser Sauerstoffatom noch 2 freie Elektronen. Diese können sich nun mit den beiden freien Elektronen von unseren Wasserstoffatomen verbinden, also eine Bindung eingehen. Das sieht dann so aus. Jetzt stellt sich uns nur noch die Frage, warum dieses Molekül diese gewinkelte Form annimmt. Das liegt daran, dass, wie man hier sehen kann, unser Sauerstoffatom noch 2 weitere Elektronenpaare hat, die keine Bindung eingegangen sind. Diese beiden Elektronenpaare stoßen nun die anderen Elektronenpaare, die eben durch die Bindungen entstanden sind, ab. Da sich diese Elektronenpaare nun die ganze Zeit gegenseitig abstoßen, zwingen sie sich gegenseitig dazu, diese Form einzunehmen. Kommen wir nun noch einmal zu den anderen Molekülstrukturen. Die einfachste Molekülstruktur ist natürlich die lineare. Diese besteht aus 2 Atomen. Meistens, wie auch in unserem Fall, ist es H2. Dann gibt es auch noch die 3D-Struktur trigonal-pyramidal. Diese besteht in unserem Fall aus einem Stickstoffatom und 3 Wasserstoffatomen, also NH3. Wie man hier auch wieder sehen kann, sind die Elektronenpaare immer so weit wie möglich voneinander entfernt.